Die Öffentlich-Rechtlichen haben sich mal wieder ins eigene Knie geschossen. Das ARD-Format Politik in 2 Minuten äußerte sich jüngst zur Schuldenbremse. Was ist an diesem Beitrag, der die Schuldenbremse eigentlich nur neutral erklären soll und gar nicht als Meinungsbeitrag gekennzeichnet ist, denn so schlimm? Nun, fangen wir vielleicht einfach mal beim Fazit an. Die Mehrheit der Volkswirte steht hinter der Schuldenbremse. Kritiker hingegen sehen in dem Gesetz noch zu viele Schlupflöcher. Das ist aber ein fundamentaler Irrtum. Andere stellen das Instrument generell in Frage, da sie befürchten, dass durch die Schuldenbremse notwendige Investitionen in der Infrastruktur oder bei den Sozialausgaben eingespart werden. Und das ist ohne Witz das einzige Gegenargument, was sich im gesamten Beitrag wider die Schuldenbremse findet. Aber lasst uns mal gucken, wie man zu dieser reichlich absurden Einschätzung, die wir gerade eben gesehen haben, überhaupt kommt. Im Beitrag wird das ja noch genauer ausgeführt, wenn ich das mal so ausdrücken darf. Schuldet. Die Schuldenbremse wurde vom Bundestag und Bundesrat nach der Finanzkrise beschlossen. Damit ist sie offiziell Teil des Grundgesetzes. Das ist so aus rein chronologischer Sicht richtig, doch geht die Geschichte der Schuldenbremse weit, weit länger zurück. Seit Jahrzehnten kämpfen Neoliberale schon für die Einführung. Einer ihrer wichtigsten Vertreter war James M. Buchanan, den Kontrast.at folgendes schrieb. Buchanan war kein großer Freund der Demokratie. Für ihn war der Despotismus eine mögliche, vielleicht bessere Alternative. In diesem Sinne war Buchanan überzeugt, dass man demokratisch gewählte Politiker in ihrem Handeln stark einschränken muss. Etwa durch eine Schuldenbremse, die vorschreibt, wie viel Geld ein Staat ausgeben darf, unabhängig davon, was gesellschaftlich gebraucht wird oder wie sich die Wirtschaft gerade entwickelt. Ist in diesem Kontext auch übrigens kein Zufall, dass sich ein Konsolidierungskonzept für den Haushalt, das die Schuldenbremse ja in verfassungsmäßiger Form darstellt, auch im 1982 erschienenen Lambsdorff-Papier wiederfindet. Einführung der Schuldenbremse ging also jahrzehntelange politische Kämpfe voraus und die Finanzkrise hatte mit ihrer Einführung nun wirklich nichts zu tun. Vor allem, da die Finanzkrise ja auch nicht wegen zu hoher Staatsschulden, sondern wegen der zu hohen Verschuldung des privaten Sektors in einigen Ländern zuvorderst den USA ausbrach. Was ist die Schuldenbremse? Jeder Mensch sollte im Idealfall nur so viel Geld ausgeben, wie er auch einnimmt. Das Gleiche gilt für den Staat. Der Haushalt sollte immer ausgeglichen sein. Das ist fundamental falsch. Wenn Haushalte und Unternehmen sparen und ein Staat auch keinen Außenhandelsüberschuss hat, dann muss der Staat ein Defizit machen, um einen Einbruch der Wirtschaft zu verhindern. Sollte ein Staat anders handeln und bei einer drohenden Deflationsspirale seine Ausgaben kürzen, dann führt das automatisch in die wirtschaftliche Katastrophe. Das haben wir in der großen Depression ab 1929 gesehen, wo viele Staaten weltweit ihre Ausgaben gekürzt haben, um ausgeglichene Haushalte zu erreichen. Ein Staat, der keine Deflationsspirale heraufbeschwören bzw. sogar verstärken will, muss also mehr Geld ausgeben. Und zwar egal wofür, wenn die anderen drei Sektoren sparen. Das ist ökonomisches Grundwissen, was kein Ökonom bestreiten wird. Der deutsche Staat bezieht seine Einnahmen vor allem aus Steuern. Dieses Geld gibt er hauptsächlich aus für Sozialleistungen, seine Verwaltung und die Infrastruktur. In den vergangenen Jahrzehnten hat sich der deutsche Staat stark verschuldet. Die Konsequenz? Der Staat ist immer mehr damit beschäftigt, die Zinsen abzubezahlen. Darunter leiden vor allem die zukünftigen Generationen. Nein, 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 nein! Wie das eben gezeigte Führer-Meme schon subtil andeutete, ist diese Aussage schlichtweg falsch. Die Zinsausgaben des Bundes sind nämlich seit über 10 Jahren durchgängig rücklaufend gewesen. Noch krasser wird diese Entwicklung, wenn man sie sich denn in Relation zur Wirtschaftsleistung anguckt. Die Zinsausgabenquote ist auch seit über 20 Jahren durchgängig am Sinken. 2021 wurden 3,9 Milliarden Euro für Zinsen auf Staatsanleihen ausgegeben. Das ist 1 Promille des deutschen Bruttoinlandsproduktes. Und selbst wenn Deutschland seine Staatsverschuldung noch weiter steigerte, dann würde das nicht automatisch zu höheren Zinskosten führen. Und das hat gleich mehrere Gründe. Erstens werden die Zinsen nämlich von der Zentralbank festgelegt und die ist eine staatliche Institution. Sie könnte die Zinsen also beliebig senken. Zweitens könnte die Zentralbank die Zinsen auf Staatsanleihen durch Staatsanleihekäufe noch weiter nach unten treiben. Und drittens, der Staat ist auf Staatsanleihen zu seiner Finanzierung überhaupt nicht angewiesen. Deutschland hat ein Konto bei der EZB und könnte dieses,
Wenn es keine Regel gäbe, die das verböte, beliebig überziehen. Es gibt keinen ökonomischen Grund dafür, Staatsanleihen zur Refinanzierung des Staates zu verwenden. Aktuell ist es zwar so organisiert, aber das ist einzig und allein eine politische Entscheidung und keine wirtschaftliche Notwendigkeit. Wenn auf europäischer Ebene der politische Wille dazu da wäre, dann ließe sich das ohne Probleme ändern. Aber spulen wir noch einmal zurück und hören uns die letzte Aussage noch einmal an. Die kam mir irgendwie etwas komisch vor. Abzubezahlen. Darunter leiden vor allem die zukünftigen Generationen. Wissen Sie, was hier los ist? Die halten uns für genauso blöd, wie wir sind. Gut, dass das ein Märchen ist, sollte ja eigentlich jedem klar sein. Aber gucken wir uns das nochmal im Detail an. Was bedeutet es, wenn der Staat Schulden macht? Dann hat einerseits der Privatsektor höhere Einnahmen und höhere Vermögen. Ausgaben des Staates sind schließlich die Einnahmen von Unternehmen und Privathaushalten. Und die Schulden des Staates sind Vermögen im Privatsektor. Wenn der Staat jetzt also Haushaltsüberschüsse machen würde, dann müsste irgendwer im Privatsektor höhere Steuern zahlen oder weniger Geld bekommen. Zudem wäre ein Schuldenabbau des Staates auch immer automatisch ein Vermögensabbau im Privatsektor. Und bei all diesen grundsätzlichen Überlegungen hier wäre es auch komplett egal, wofür der Staat das Geld ausgäbe. Er könnte es in einem Helikopter über der Stadt abwerfen oder jedem Bürger 1000 Euro schenken oder was auch immer. Also, liebe ARD, es wäre schön, wenn ihr mir folgende Fragen beantworten könntet. Inwieweit werden kommende Generationen von höheren Vermögen belastet? Inwieweit werden sie von höheren Einkommen belastet? Inwieweit von höheren Löhnen? Inwieweit von einer besser ausgebauten Infrastruktur? Inwieweit werden sie von einem funktionierenden Sozialstaat belastet? Inwieweit von besserer Bildung? Inwieweit könnte all das kommende Generationen in auch nur irgendeiner Weise belasten? Denn genau das will uns die ARD hier ja ohne weitere Begründung weismachen, dass eine höhere Verschuldung eine Belastung kommender Generationen sei. Und genau hier kommt die sogenannte Schuldenbremse ins Spiel. Sie stellt sicher, dass sich der Staat nicht übermäßig verschuldet. Was heißt denn an dieser Stelle bitte schön übermäßig? Die Schuldenbremse setzt eine komplett willkürliche Grenze, nämlich von 0,35% der Wirtschaftsleistung pro Jahr. Wenn Deutschland jetzt, wie es ja auch im Stabilitäts- und Wachstumsgesetz verankert ist, eine ausgeglichene Leistungsbilanz haben will, dann muss der Staat genauso viel Geld ausgeben, wie Unternehmen und Privathaushalte sparen. Das heißt, nur wenn die Unternehmen ordentlich investieren und die privaten Haushalte ordentlich konsumieren, kann der Staat überhaupt seine Haushaltsdefizite sinken lassen. In diesem Kontext ist übrigens einzig die Neuverschuldung zu beachten. Die Staatsschuldenquote, also die Gesamtverschuldung in Relation zum BIP, ist eine völlig irrelevante Kennzahl, die man sich gar nicht anzuschauen braucht. Das bedeutet, die Gesamthöhe der Staatsschulden ist eigentlich egal. Das zeigt übrigens auch das Beispiel Japan, wo die Unternehmen schon in den 90er Jahren angefangen haben zu sparen. Dort hat der Staat beständig hohe Haushaltsdefizite gemacht und sowohl Inflation als auch Zinsen sind nahe Null. In einer Welt sparender Unternehmen muss die Staatsschuldenquote zwangsläufig steigen, wenn die Wirtschaft nicht in eine Rezession stürzen soll. Aber was diese ökonomischen Zusammenhänge betrifft, macht der Politik in 2-Minuten-Beitrag hier eigentlich alles falsch. Er klärt nicht darüber auf, sondern bringt neoliberale Mythen. Und zwar immer wieder und wieder und wieder. Und dann wieder 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 und dann wieder. Telefon, Mr. Plankton! Und dann wieder und dann wieder und dann wieder und dann wieder. Wenn die Schuldenbremse, wie nun eben beschrieben, aber keinen ökonomischen Nutzen hat, sondern eher Schaden anrichten würde, wenn man sich denn strikt an sie hielte, was ist dann überhaupt der Grund dafür, dass sie eingeführt wurde? Das wird in diesem ARD-Beitrag nämlich leider ein bisschen unterbeleuchtet. Nun, das hatten wir vorhin bei ihrer Entstehungsgeschichte bzw. ihrer Vorgeschichte schon mal indirekt geklärt. Sie ist eine politische Waffe, ein antidemokratisches Instrument, das zu hohe Staatsausgaben verhindern sollen. Und genau als solche sollte sie ein öffentlich-rechtlich finanzierter Beitrag auch beschreiben, als politische Waffe
und nicht als Gesetz, das eine Zweckmäßigkeit hätte, nämlich eine zu hohe Verschuldung, was auch immer das bedeuten soll, zu verhindern. Was übrigens auch ziemlich lapidar unter Kritiker hingegen sehen in dem Gesetz noch zu viele Schlupflöcher. Abgetan wird, heißt eigentlich, dass der Bundestag die Schuldenbremse jederzeit aussetzen könnte, wenn er eine außergewöhnliche Notsituation feststellt. Und was eine außergewöhnliche Notsituation ist, das bestimmt der Bundestag. In der politischen Praxis bedeutet das, dass eine einfache Mehrheit im Bundestag ausreicht, um die Schuldenbremse komplett auszuhebeln. Denn, wie gesagt, eine außergewöhnliche Notsituation kann alles sein. Die Klimakrise, die uns jetzt die nächsten Jahrhunderte noch beschäftigen dürfte, dürfte wohl als außergewöhnliche Notsituation durchgehen. Das bedeutet, wenn der politische Wille da wäre, könnte selbst eine einfache Mehrheit, mit der auch unsere aktuelle Ampelkoalition regiert, völlig ausreichen, um die Schuldenbremse komplett auszusetzen. Bevor wir gleich zum Ende kommen, habe ich hier noch eine kleine Bitte an die ARD. Bitte gebt unsere Gebührengelder nicht für so einen Unsinn aus. Macht doch eine eigene Funksendung, wo ein ausgebildeter Ökonom uns bestimmte wirtschaftliche Zusammenhänge erklärt. Und dreht nicht so einen Unsinn ab, der wirklich nur aus Falschinformationen besteht. Denn angesichts dieser in allen Teilen faktisch falschen Argumentation, um nicht zu sagen politischen Propaganda, verwundert einen die abschließende Einschätzung nun wirklich nicht mehr. Die Mehrheit der Volkswirte steht hinter der Schuldenbremse. Kritiker? Wirtschaftsexperten, da haben Sie intelligentere Lebensformen zu Hause auf Ihrem Duschvorhang, meine Damen und Herren.